Leute, ich begrüße euch heute wieder bei Viking Battle for Asgard. Ja, ist ja einige Zeit her, dass ich hier zuletzt gespielt habe, was vor allem daher kam, dass ich über Weihnachten nicht so wirklich viel Zeit dafür hatte. Und ich stelle gerade fest, ich muss mein Mikro hier nochmal eben kurz umstellen. Kleinen Moment. So, viel besser, denn jetzt kann ich ein Stück weiter zurücksitzen und den Controller weiter unten halten, sodass man den nicht so hört. Ja, wir standen ja davor, dass hier ich den Schützenmeister nicht gefunden habe. Ich habe deswegen mal in der Lösung nachgeguckt. Und da hieß es, der soll hier auf der Ebene sein, wo auch das Portal ist, wo wir sind, auch wenn mir das nicht vernünftig da. Hier soll der sein. Irgendwo auf der Ebene hier, deswegen gucken wir uns hier mal weiter um. Also auf dem obersten Plattform hier soll der sein, wo auch das Portal ist, so wurde das beschrieben. Ich hoffe einfach mal, dass ich das damit hinbekomme, den zu finden. Letztes Mal bin ich ja, glaube ich, immer ziemlich schnell runtergerannt. Mal sehen, ob wir den hier einfach noch finden können. Das sieht ja erstmal alles nicht nach Schützen aus. Und hier hat auch keiner eine Anzeige über dem Kopf. Vielleicht ja hier vorne. Ja, das sind eher Schwertkämpfer. Ihr seid schon Bogenschützen. So ist es ja nicht. Nein, die wollte ich nicht. Konnte ich ja nicht irgendwo springen ist hier so ganz, liegt ja so ganz komisch, genau. Also hier scheint er schon mal nicht zu sein. Die oberen Plattform, auch auf der auch das Portal ist. Aber hier ist ganz eindeutig niemand mit irgendeiner Anzeige über dem Kopf. Vielleicht ist er ja hier drüben. Vielleicht zählt das andere auch nochmal zur erhöhten Plattform. Dann muss ich mich da mal nochmal ausgiebiger umschauen, ob wir den da irgendwo vielleicht noch finden. Denn ich muss den ja mitnehmen, so ist es ja nicht. Da ist jemand, der könnte es sein. So Blin needs archers, does he? Ah, very well. Very well, I can spare a few. I'll send them over. Go see him again. With my archers defending his farm, he might be able to spare a few of his men for you. Sehr schön. Damit haben wir das endlich. Und ich habe hier noch so eine Fass gesehen. Da hat auf einmal der PC festgestellt, dass mein Controller angesteckt ist. Hätte ich schon viel länger merken müssen, aber naja. Und da sind auch noch so gelbe Punkte. Finden wir da vielleicht noch was von? Na, wir sollen es nicht die ganze Zeit über. Es gab da früher in der Schule so ein hübsches Spiel, da wurde eine Bank in der Mitte aufgestellt, da musste man von einer Seite auf die nächste Seite und immer so hin und her. Daran musste ich gerade irgendwie denken, als sie hier anfangen hin und her zu hüpfen, aber ich glaube, wir kommen da oben immer noch nicht hoch. Wir können jetzt aber dahin gehen, ihm Bescheid sagen, in den Weinbergen. Wir können aber auch erstmal hier reingehen, weil die hatten ja letztes Mal die Höhle noch aufgemacht. Erstmal rausfinden, was da drin ist, dann kommen wir hoffentlich am anderen Ende irgendwann wieder raus. Naja, da muss ich auch zwischendurch immer wieder noch husten. Das ist immer noch die Phase, in der ich noch nicht hundertprozentig wieder gesund bin. Aber da ich sonst keine Aufnahmen mehr da habe, habe ich keine andere Wahl. Außer habe ich Bock, hier weiterzuspielen. So ist das ja nicht. Ja, sie hatte uns ja letztes Mal hier das aufgemacht. Und Kopf ab. Na okay, Bauch durch ist auch okay. Kann man da irgendwo... Wo genau sind wir denn hier? Wir sind hier. Dort verschanzt. Aha. Also ich überlege gerade, ob man hier nicht vielleicht irgendwo hoch kann. Sieht ja irgendwie so aus. Oder man kann halt da in die Höhle rein. Ich weiß jetzt nicht, was der erste Weg ist, den man nehmen sollte. Ich gehe einfach mal... Ah, da war ich leider nicht schnell genug. Ist tot. Dann scheint das hier wirklich nur eine kleine Höhle mit ein bisschen Loot zu sein. Ja. Und wir müssen dann mal da oben hoch. Aber das Geld nehme ich natürlich immer noch gerne mit. Und die Rage-Punkte, die das gegeben hat, natürlich auch. An der Kante kommt er noch nicht hoch. Ich muss ja schon sagen, ich finde, wie das Klettern gelöst ist, dass er viele Kanten von alleine hochgeht, sehr gut. Das ist ja
Selbstverständlich ist es auf jeden Fall nicht. Ich kenne da, bin da von früher noch Spiele gewohnt, wo man an jeder kleinen Stelle springen musste. Und dass er das hier so gut kann, doch, das macht Spaß. Wo sind wir hier? Da oben ist schon wieder der Drache zu sehen. Und da oben sind Leute, aber die sehen erstmal nicht feindlich aus. Oder? Und wie habe ich denn Bogenschützen an? Das sind irgendwie, sah eher aus wie Bogenschütze von uns. Was cool wäre, wenn man hier jetzt runterspringen könnte, der Drache einen abholen würde. So die, wie die Adler im Hobbit. Das wäre ein gutes Timing. Hehe. Es sah ja aus, als wäre das ein Späher, der den anderen Bescheid sagt. Da kann ich lang. Und hopp. Kommen wir hier hin. Was auch immer mir das vielleicht bringt, aber kann hier mal lang gehen. Im Schiffsfriedhof. Wo ja irgendwo die Guerillakämpfer stecken sollen. Da hinten sieht man schon wieder einen langlaufen. Ich gehe dann mal davon aus, dass wir irgendwie versuchen müssen, dem hinterherzukommen. Warum können wir hier lang? Dadurch. Ja, da komme ich lang. Sehr schön. Das war nicht ganz so intelligent. Da war auf einmal eine Spalte. Und da hinten sieht man sie. Zwei Stück davon. Oh, die wohl irgendwie gerade ein bisschen rumlegen. Da kann ich doch sicherlich an der Kante lang gehen, oder? Genau. Das ist auch ein Feature, mit dem, an das ich mich erstmal gewöhnen muss, solche Kanten zu erkennen, an denen man lang gehen kann. Da oben gehen sie doch sicherlich gleich wieder lang, oder? Kann ich da vielleicht durch? Schade, das wäre cool, wenn man da durchkriechen könnte. Oder da ein Schatz drin gewesen wäre. Da hinten sieht man sie schon wieder. Dann müssen wir wohl da weiter. Ha. Wow. Das war dann also die Falle. You have done well to reach us, Viking. That in itself is no easy task. As you see, we have made it so. Ha! We're lucky he didn't lead the Legion right to us, great thumping beast. They say he sees things. Well, he didn't see us. Easy now, Atoll. He journeyed this far to find us, not to harm us. You wish us to join with you, no doubt. We have heard tell of your endeavors, but we are not easily commanded, my friend. We do not follow just anyone. Do not think you can buy us either. Our skills are beyond price. Find the missing part of Mugen, and we shall talk further. The mines near us are said to hold many secrets. Perhaps the other gem half is one of them. But I warn you, the Legion have been sniffing around there. If you have no luck, then return here to me. Okay. Ihr müsst euch Garms Männer beweisen. Findet das zweite Teil des Dachnovels. Aha. In den nahegelegenen Höhlen. Das ist dann wahrscheinlich hier oben drin. Das heißt, wir sollen dann da rein und das Juwel holen. Irgendwie war die Sprache dann auch zeitweise sehr leise, was mich ein bisschen verwirrt hat. Auf jeden Fall haben wir hier wieder einen Stein. Das ist hier schon mal praktisch. Und auch noch einen Schatz. Und einen Schatz, der irgendwo unten ist. Da werde ich jetzt aber dafür nicht extra runterspringen. Ich will nicht ihm folgen, based on the tales alone. He must prove his worth. Das ist aber cool hier. Das sieht schon nett aus. Und da ist ein Tier, mit dem man sprechen kann. You do not yet have the full Mugen gem. Ah. Der will aber erst was von uns, wenn wir hier alles haben. Das Juwel haben, ja. Aber die haben ein cooles Gebäude sich hier rausgebaut. Oder wie auch immer man sowas nennen will. Hopp. Doch, das hat was. Das gefällt mir. Jetzt die Frage, wo genau? Wahrscheinlich hier durch, denke ich jetzt mal. So.
hoffe, ich bin jetzt nicht auf dem richtigen Weg. Es geht ja um die Mine, in der das sein soll. Deswegen vermute ich mal, dass wir da hier auf dem richtigen Weg sind. Verdammt! Ich dachte, ich könnte den wohl bekommen. Ja, der haut mir das Schild wieder in den Rücken währenddessen. Aber dafür habe ich schon einen weniger. Und dann ist das Ganze doch wesentlich entspannter. Und er kann da nicht runterfallen, weil die Kante das nicht zulässt, aber wird so in die Ecke gedrängt. Naja. Das könnte man vielleicht auch besser machen können. Es gibt hier, erstmal gab es hier noch Geld, wo wir hergekommen sind. Dann gibt es zwei Wege. Der hier führt wahrscheinlich da runter. Hm, vielleicht auch nicht. Okay, ich gehe hier jetzt einfach mal lang, was auch immer das hier ist. Und da geht es dann da runter. Ja, ich will vielleicht doch lieber nochmal zurück und gucken, ob ich da hinten nicht, wo ich über die Brücke hinkomme. Wo war denn das? Da weiter lang. So, wollen wir das doch nochmal probieren. Ah, wie mir scheint, ist das hier quasi der Weg, wo es weitergehen muss. Der war versperrt, ist okay. Und kann ich hier ja. Schade, ich dachte, ich würde den damit wirklich gleich köpfen. Das wäre cool geworden. Na gut, wir wissen ja, wo wir hier sind und was. Was ich da dann erwarten kann. Sehr schön, auch den erwischt. Ist die Frage, geht es hier hinter noch weiter? Auf jeden Fall gibt es hier noch einen kleinen Geldsack. Da können wir jemanden erwischen. Und da können wir auch noch seinen Freund erwischen. Sehr schön. Da hinten kommt noch einer, aber den können wir mit etwas Glück aus dem Weg gehen, indem wir hier schneller weitergehen. Ich glaube, da wären wir sonst lang gekommen, wenn wir den anderen Weg gegangen wären. Wir konnten damit hier ein bisschen abkürzen. Und zack. Aber wir haben noch keinen Schlüssel dafür. Okay, dann muss ich also erstmal noch weiter. Und zusehen, dass ich irgendwo einen Schlüssel finde. Auf jeden Fall habe ich einen Gegner gefunden. Und da würde ich sagen, da geht der lang. Hier sind wir wieder da. Ist hier unten irgendwas drin, wofür sich das lohnen würde? Nee. Können wir uns den einen Schützen da noch krallen, der hier immer auf und ab geht? Oh. Und, oder auch nicht, sondern jetzt erstmal den hier krallen. Weil der dann wahrscheinlich den Schlüssel bewacht. So. Todkollege. Wenn ich hier mal noch einen Schluck getrunken habe, haben wir da den rostigen Schlüssel bekommen. Bogenschütze ignoriere ich mal einfach weiter. Und damit müssten wir hier dann ja durchkommen. Oder zumindest das aufmachen können. Und da ist eine Assassine, die gerade jemand platt gemacht hat. Und jetzt direkt wieder abhaut. Die Sau. Ich wette, die wartet hier gleich noch irgendwo auf uns. Und wird uns in den Rücken springen oder so. Oder noch irgendwie eine Rolle spielen. Da steht mir doch jemand hinter uns angezeigt. Okay. Komisch. Aber ich sehe da auch niemanden. Na dann, was war das halt?
Das Husten ist echt nervig, auch für mich, aber ich kann es halt leider nicht abstellen. Dazu kommt auch, dass jetzt meine Nase juckt. Was auch nicht so wirklich Spaß macht. Aha. Sind wir jetzt wieder hier vorne oder was? Dass er hier irgendwo den Weg aufgemacht hat dadurch. Das sieht hier so ein bisschen so aus. Oh. Ah, so ein Dicker. Der freut sich schon auf mich. The Earth of Sands, Garen. Sekhthutika. Gift Juni a fifth, Eruth Bithi of Sain. Here a minia hafe teketh Mugin Stainin till Kalberg. The Gitter let us hands there. Later du hans das garen. Og hof du op omen, sine falle i valen. Skreithast i eigen ithrum. Haer du thau, graubithia um misken og bulva thier. Er selbst haut also wieder ab, aber hier kommen jetzt welche mit Äxten. Ich glaube, die sind stärker. Ich hatte einfach mal was gehört, dass es aber verschiedene da geben soll, die verschiedene Waffen dann nutzen. Und habe mich immer gefragt, warum ich bisher nur die mit Schwertern gesehen habe. Die mit Äxten gehören dann jetzt wohl auch da rein. Und die haben auch ganz schön zugesetzt. Oh. 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 So, it sounds as if you survived an encounter. Bei der Bart steht nach oben. Few do. You are lucky. If the Harbinger is part of Mugen, then he will have taken it to his fortification in Karlberg. Find it and bring the halves of Mugen together. Then we will know you are truly worthy of us. Okay. Das zählt jetzt also als befreit, aber wir müssen das Drachenjuwel holen, und zwar hier hinten her, glaube ich. Ja. Nehmt das Drachenjuwel. Da werden wir hinten noch hin müssen. Was ist hier? Ach, das ist die Arena. In dem hier müssen wir noch Bescheid sagen und den Wachturm müssen wir uns noch drum kümmern. Deswegen gehen wir mal hier runter, damit wir dort uns melden können. Gehen dann erstmal dahin und dann zu dem Wachturm. So, da war einer im Weg. Und dann sind wir nämlich auch schon wieder hier. Und gleich da. Sehr schön. Da sind welche, aber den erwische ich, glaube ich, von hinten. Ich habe momentan auch unheimlich viel Rage-Punkte, die ich nicht brauche, aber die möchte ich mir gerne aufsparen. Auch wenn ich jetzt wieder neue einsammeln könnte, aber vielleicht brauchen wir die einfach nochmal. Dafür möchte ich den gerne noch in Reserve haben. Weil man in so einer dicken Schlacht so einmal voll Rage entzetteln kann, das ist schon nett. So, den hier mal Bescheid sagen. Da bist du. Vida has sent archers. Thank you. Thank you, my friend. No legion is getting near this farm again. Unless he wants an arrow through his eyeball. I'm sending a few of my fellows down to join your ranks.
They've got a taste for Legion blood now and no mistake. Ja. Sehr schön, damit haben wir das dann befreit. Und müssen noch den Wachturm machen. Ich würde aber sagen, den machen wir erst beim nächsten Mal. Das ist so, ich glaube, das würden wir heute zeitlich nicht mehr vernünftig schaffen. Also machen wir für heute hiermit mal den Cut. Und beim nächsten Mal mache ich mich auf den Weg zum Wachturm. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.